Dann kam Otto Huster nach Reda. Der hat zuerst an der Langstraße in dem alten Schulgebäude von der evangelischen Schule gewirkt. Und dort hatte die Fleischerei Schneider eine Verkaufsstelle. Als das Haus aufgegeben werden musste, ging Otto Huster rüber in den Anbau von Ernst Hulbrink. Verkaufte dort seine Fritten, Hähnchen und was er sonst noch für Leckereien hatte. Bei Otto Huster habe ich meine ersten Pommes gegessen, überhaupt. Wenn unser Vater sagte, Mensch, ich glaube, heute Abend fahre ich mal zu Otto. Unsere Augen leuchteten. Das war ein Wahnsinn. Und wie gesagt, seine Pommes, das war der Hammer. Und die Mayonnaise, die hat er dann in so einem Eislöffel als Kugel drauf getan. Das werde ich nie vergessen. Fand ich eine geile Idee. Es stand immer ein Schild oben bei ihm. Da stand drauf, ich gebe keinen Kredit an Erwachsene unter 80. Nur in Begleitung der Eltern. Naja, wir kennen ja alle, glaube ich, unseren Otto. Otto Huster war derjenige, der uns als Wiedenbrücker die Pommeskultur nach Reda brachte.